Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships. Und heute spiele ich mal wieder Low Tier für euch. Ja, Tier 2 Dresden habe ich mir überlegt, dass ich auch mal wieder zeigen kann. Schon lange zum einen nicht mehr gezeigt und zum anderen, ja, ich brauche gerade ganz plump gesagt die Missionen für die Kreuzer. Und da dachten wir Tier 2 Deutsch, ja, passt. Leider hier Low Tier. Also wir sehen, wir sind hier Tier 3, 2, also. Da machen die anderen schon ein bisschen mehr Aua als wir. Aber wir versuchen uns einfach möglichst wacker zu schlagen und schauen nochmal einfach, was wir da rausholen können. Vom Spawn bin ich ja so gespawnt, dass ich theoretisch der erste Gegner bin, der aufgeht. Deswegen drehe ich hier direkt ab. Weil hier so eine St. Louis oder so, die sind gepanzert, die können da locker da mal die Front zwar machen. Ich mach's nicht. Reichweite ist okay mit knapp 9 Kilometern. Da sehen wir, da die anderen so um Tier 3 haben da ein bisschen mehr, aber das geht schon. Nur ausspielen können wir sie jetzt nicht, den Gegner, damit. So, deswegen, wie gesagt, St. Louis lasse ich jetzt einfach vorfahren. Und die sollen dann machen, auf was sie lustig sind. Wenn ich St. Louis jetzt nicht so ein langsamer Partner wäre, dann würde ich sie vorfahren lassen, gar nicht so lang dauern. Natürlich hier auf der Stufe keine Torpedos am Start. Also da jetzt nicht, wo man jetzt da mithalten kann. Da ist schon Kolberg. Kolberg hat auch nur 9,1 Kilometer. Also von dem her kommt die Kolberg gar nicht so viel weiter als wir. Aber schießt halt natürlich dafür ganz anders noch als wir. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass sich die Kolberg dann auf die St. Louis gerade dann austobt. Oh, da kommt noch eine St. Louis. Uiuiui. Und eine Dresden. Alles da. Bin entdeckt. Wo ist denn jetzt die Kolberg? Da ist er. So. Und die hauen wir jetzt mal mit HE ordentlich weg. Weil das ist das. Bei Load hier kann man nämlich wahnsinnig gut HE spammen. Ihr seht die Flugbahn sehr konisch. Also kommen sehr hoch rein. Und zerstört. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Na? Und jetzt aufpassen. Ah, zerstört ist er. Oh, jetzt ist aber auch noch die weg. Und jetzt, oh Gott, Kawachi. Das heißt, jetzt muss ich weg und abdrehen. Ah, einer hittet mich. Oh, da ist er. Gott sei Dank. Gerade noch im Wasser untergegangen. Und man sieht, HE-Spammen kann durchaus wehtun. Aber die Brandwahrscheinlichkeit, das ist halt einfach das Thema. Da sind die Deutschen jetzt nicht wirklich gesegnet. Endlich brennt er jetzt mal. Er verlangsamt schon seine Geschwindigkeit hier an dieser Stelle. Schießt auch da jetzt auf uns. Hat er genug davon, dass wir ihn hier so einheizen? Ist mir aber egal.
Der Zähler geht immer höher. Und jetzt ist er aber gleich außerhalb unserer Reichweite. Aber da konnten wir eben doch gut zusetzen. Und jetzt auf den nächsten. Wie gesagt, ihr könnt hier eigentlich echt viel HE spammen. Also es geht auf der Stufe einfach sehr, sehr gut. Und erst aufgrund der chronischen Bewegung würde ich erst später auf AP wechseln. Also später im Sinne der Reichweite, meine ich. So. Erstmal ein bisschen eingrooven mit der Distanz, dass das passt. Und dann geht's auch los, wie man sieht. Da brennt er auch, St. Louis. Also es geht schon einiges rein. Also wenn man nicht gefokust wird, dann läuft super. Weil einfach das Ding so unglaublich schnell schießt. Auch zerstört. Und jetzt da die Dresden. Mal aufpassen, jetzt zielt die nämlich auf uns. Deswegen hier so wegdrehen. Und jetzt die South Carolina, die da jetzt. Und was man jetzt machen kann, jetzt hier so bremsen und dann einfach auf die schießen. Weil jetzt stehen wir ganz gut hinter der Insel für die, also für uns, und kommen aber mit unserer konischen Flugbahn super auf den Gegner drauf. Sie stehen da leider noch nicht nah genug daran, dass das jetzt gerade so aufgeht, wie ich es mir wünschen würde. Aber jetzt soll es eigentlich ganz gut gehen. Und wir können hier wirklich perfekt wirken. Und jetzt, da, man sieht schon, die South Carolina kommt gar nicht auf uns drauf, beziehungsweise versucht es erst gar nicht. So, Ausfall hat jetzt auch zu beklagen. Brennen tut es jetzt auch endlich mal, also von dem her, wir können ja super wirken. Muss doch die auch ganz schön nerven, was wir da hier gerade machen. Und zerstört. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Also das geht echt super, wie man sieht. Und da müsst ihr euch einfach mal ab und an eure Vorteile, die euch das Schiff, was ihr in dem Augenblick fährt, bietet, einfach auch nutzen. Die Flugbahn und die Flugkurve der Granaten ist nicht so einfach. Aber dann geht es schon. So, da hinten kommt schon wieder das nächste Schlachtschiff. Wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen mal so reinkommt und mal eingucken könnt in diese Bewegung oder in diese Flugbahn,
der Granaten, dann geht es echt gut. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Und wir sehen, man darf ja nicht vergessen, in was für einem Tier wir hier sitzen. In einem Tier 2 Schiff und sind jetzt oben bei angezeigten 41.000 Schaden. 3 Kills. Also, da kann man sich jetzt nicht beklagen. Man darf halt wirklich nicht gefokust werden. Aber sowas wie hier mit der Insel, das ist schon sehr sinnig, das auch dann umzusetzen. So, und jetzt volle Dampf voraus und ab auf die Kawachi. Ist jetzt eh das vorletzte Schiff, da kann man jetzt auch im Zweifel mal ein bisschen Risiko eingehen. Aber sie verliert peu à peu ihre Hitpoints. Ein bisschen was würde ich auch noch gern abbekommen. Aber noch trennt uns hier die Insel ganz stark. Und ihr seht, jetzt noch 13.000. Ich weiß noch nicht, auf wen die schießt, weil gefühlt keiner meiner Mates verliert irgendwie Hitpoints. Na doch, der Diana, auf die wurde geschossen. Aber da ist wohl nur einer angekommen. Und die Diana 1&1 ist auch ein Luder. So, und jetzt kommen wir auch endlich drauf. Auch noch ein bisschen uns beteiligen daran, was hier so passiert. Und zerstört den jetzt nur noch als letztes die Wakatake am Leben. Aber wie gesagt, ich kann euch die empfehlen. Die kann man gut HE-only spielen. Man sieht hier nochmal, der Schaden ist natürlich geringer mit 1200, aber das geht trotzdem sehr, sehr gut. Wenn ihr natürlich in den Tier 1-2er Gefecht kommt, dann könnt ihr den auch wiederum AP-only spielen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber hier mit Kawachi und St. Louis und sonstigem, da würde ich euch gar nicht, probiert es gar nicht AP, sondern lasst gleich HE. Spammt einfach, was das Zeug hält und ihr seht, das Ergebnis am Ende ist ganz brauchbar. So, ich fahre jetzt mal auf den B-Punkt drauf. Vielleicht finde ich ja die Wakatake irgendwo noch zufällig. Aber wenn nicht, dann kann man jetzt auch mal schön durchcappen. 3 Zerstörungen gemacht, der Sieg ist da. Mehr wollte ich gar nicht oder mehr konnte ich gar nicht erreichen. Also von dem her, Dresden, hast mir hier einen guten Dienst geleistet. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an dich. So. Jetzt sind wir gleich im Cap Point. Wie gesagt, ich fange da einfach mal an zu cappen. Ah ne, Entschuldigung, das ist ja mein eigener, auf den ich gerade rausfahre. Jetzt gerade noch die Minimap ein bisschen falsch gedeutet, also wir haben noch ein bisschen einen Weg. Aber egal, die Geschwindigkeit ist jetzt zwar jetzt nicht atemberaubend schnell, aber sie taugt dafür, um von A nach B zu kommen. Liegt doch schön im Wasser, kann man doch nicht anders sagen, oder? Also von dem her. Läuft doch. So, jetzt sind wir aber gleich wirklich dann da. Der andere wäre auch etwas nah gewesen für deren Cappoint. Würde mich interessieren, wo sich die Wakatake denn so versteckt. Aufpassen muss ich auf jeden Fall noch. 7 Kilometer Reichweite der Aale, 9,4 der Geschütze, also kommt mit den Aalen fast so weit, wie wir schießen und mit den Geschützen weiter, als wir kommen, also von dem her könnte nochmal immer unangenehm werden. Also nicht schon den sicheren Sieg und das Überleben feiern, wenn noch so gerade auf dem Weg seid, Richtung Gegner. Das könnte immer irgendwo doof daherkommen, aber scheinbar muss er sich wirklich hier in dem Bereich da unten versteckt haben, weil er müsste hier aufmachen, der war ja auch schon hier drüben. Die Jungs kommen hier entlang, also der muss hier sich da in dem Gebiet irgendwo befinden.
Ja, aber jetzt beginnen wir mal mit dem Captain. So, stehen also jetzt drin. Naja, wie gesagt, die Frage ist, findet man den, sieht man den noch irgendwo, aber es sieht nicht so aus. Also der hat sich wirklich verzogen ans Ende der Karte. Und 5 Minuten, wie gesagt, da jetzt noch rumzufahren, den hinterher zu jagen und gerade in dem, wenn ich da alleine auf den ginge, der würde mich einfach ausspielen. Und da sieht man auch schon die Torpedos, wo die herkommen. Also, der ist da hinten, da wo ich ihn vermutet hatte. Also irgendwo in dem Fall ist er hier schätzungsweise. Aber da fahre ich jetzt nicht extra drauf. Wie gesagt, ist mir zu doof. Und den Eroberungsbereich, den sichere ich sehr gerne. Kolberg kann da gern drauf fahren. Soll sich austoben. Aber ich stehe hier voll Stopp drin. Hinter mir kommt dann noch eine South Carolina. Dreht jetzt das schön bei. Schaut es nicht einfach schön aus? Kann man doch sagen, was man will, oder? Die Armada im Hintergrund. Ja, doch, ist einfach ein schniekes Ding. Da hinten, da sehen wir jetzt den Rauch. Wo? Also hier in etwa, also wie vermutet, ist da der Gegner. Man sieht, die Kolberg, die bekommt jetzt da auf einmal die Torpedos rein. Das heißt, Kolberg geht ja auf Jagd und Kolberg hat genau das Problem, was ich schon mir so andachte. Könnte einfach mal One-on-One rausgenommen werden. Ist aber jetzt auch gleich rum, das Spiel. Dann haben wir es geschafft. Da ist sie auch schon. Oh, noch 600. Schaffen sie es noch, bevor wir cappen? Oh, noch 400. Es wird jetzt eng. Überlebt es noch? Aber was die nicht alles reinbekommt. Ein Hit. Ne, hat es echt noch überlebt. Nicht schlecht. Und jetzt schauen wir mal, wie wir uns so im Vergleich geschlagen haben. 109.000 Credits gab es raus. Es ist mal 3, deswegen diese hohe Erfahrungsanzahl. Basis und Eroberung, Unterstützung natürlich. In der Teamwertung sind wir auf Platz 2 gelandet mit 919 Basis XP und konnten knapp 53.000 Schaden machen und ich glaube, das wird hier 2 sehr, sehr, sehr ordentlich. Ja, dann danke ich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Elkaramba.